Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dave the Diver. Ich hatte irgendwie gehofft, in der Zwischenzeit ist das Erbrochene hier weg, aber... Nun ja. Gucken wir hier nochmal kurz. Was bist du? Zahn eines Riesenkalmars. Okay. Und wir wollten noch ganz viel hier machen. Wir haben auf jeden Fall neue Beiträge. Mit der Zeit werden selbst die unverrückbarsten Menschen weich. Vielleicht liegt es an der Gesellschaft, mit der man sich umgibt. Er begrüßt die Gäste noch immer nicht und bereitet nur das Essen zu. Ja, aber er ist der Koch. Also... Seriously. In wenigen Restaurants begrüßt der Koch selbst die Gäste. Er ist auf jeden Fall voll dabei. So, haben wir hier irgendwas fertig? Nee. Wir brauchen rosafarbene Muscheln, okay. Und orangefarbene Seesterne. Und noch so eine Meerespflanze, alles klar. Wir haben offenbar einen neuen Song im Soundtrack. Muss ich den jetzt anmachen, damit das Ender weggeht? Das ist halt aber schon ein Banger, ne? Ja, kann man machen. Okay, sonst noch jemand was? Nein? Gut, dann Abfahrt. Ich habe keine Ahnung, ob der Taucheranzug jetzt weit genug reicht, aber... Wir müssen ja auch nicht sofort in die Tiefen. Wir können ja auch einfach erstmal ein bisschen farmen und Geld machen. Und... Ich will doch einfach nur mal spielen. Moment. Du warst es also, derjenige, der dem Meer geschadet hat. Du dich hast sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Ich Nachfahre von Yoda bin. Warte, das war ich nicht, das war... Ich habe keine Zeit für deine lahmen Ausreden. Jetzt, da du von John Watson von Meeresblau, den Wächtern des Meeres, erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter. Aber er schadet den Fischen natürlich gar nicht. Oh, mein Poseidon. Das ist alles deine Schuld. Du hast das der kostbaren See angetan. Du bist derjenige, der mit Bomben um sich wirft. Und alles, was ich tue, ist ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht ein Auge auf die Fischereifahrzeuge, die für den Fang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind, statt auf einen einzelnen Taucher wie mich? Genug gelabert. Ich sorge dafür, dass du dein Maul hältst. Und los geht's. Katzchen war wichtig, ja? Ist er jetzt bitte tot? Ich habe keinen Bock mehr auf den. Wie kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson. Ich war bei den Navy Seals. Offenbar nicht sehr erfolgreich. Und du hast offenbar Lag Day geskippt. Sollte als Warnung genügen, also halte ich mich erst einmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Aber ich werde dich nicht ungestraft davonkommen lassen, wenn du weiterhin dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Ein Weg hat sich in John Watsons Flugrichtung aufgetan. Gehen wir mal da lang, um zum Signal zu gelangen.
Muss ich? Ich will das jetzt gar nicht. Es wäre halt so viel cooler, wenn die Charaktere nicht so schlecht geschrieben wären. Ja, Waffenupgrade. I'll take it. Das hätten wir wahrscheinlich auch schon vor dem Kampf haben können, ne? Aber wobei, nein, hätten wir nicht. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, bevor der Kampf angefangen hat. Ich weiß nicht, sehe ich meine maximale Tiefe für den Taucheranzug? Ich habe sie nicht im Kopf. Kann ich die irgendwo nachgucken? Hier stehen die Infos dran, aber im Tauchanzug nicht. Naja. Ich muss auch darunter, ne? Es gibt einfach gerade nichts anderes. Cool. Achso, aber hier ist dann erstmal wieder eine normale Party. Alles klar. Was haben wir hier? Waffenupgrade. Ja, bitte. Sauerstoff kann man auch mal mitnehmen. Da jetzt noch ein Waffenupgrade drin ist, ne? Was ist denn das? Betäubungspfeil. Das tausche ich gegen was aus? Schon gegen... Nee. Machen wir mal nicht. Kannst du mal hart vergessen. Ah, wobei. Die müssen wir platt machen, ne? Fällt mir gerade so auf. Und das geht ja zum Glück inzwischen doch relativ easy mit der guten Harpune. Nice. Finde ich sehr gut. Olivenöl. Shit, okay, das war zu hektisch. Aber warum denn? Nicht. Ich bräuchte eigentlich noch mal Sachen von weiter oben. Das war knapp. Drecksströmung. Einfaches Unterwassergewehr. Oh wait, das tausche ich doch aber nicht mit der Harpune, oder? Ja, ja. Warum? Warum zeigt mir das an, dass die Stats besser werden? Das ist doch totaler Unfug. Ja, nee, tauschen wir mal nicht. Das funktioniert so nicht. Da ist wieder das Boot. Da kann ich jetzt auch jederzeit wieder rein, ne? Da ist Mr. Magical Little Plerodon. Das ist mir auch schon gewittert, ne? Pff, okay. Was? Das ist nicht okay. Das mitnehmen. Zumindest ein bisschen. Nicht alles, aber ein bisschen.
Okay, das war zu erwarten. Dich würde ich aber schon gerne mitnehmen. Warum kommst du denn jetzt angepelzt? Niemand hat nach dir gefragt. Bro, du hast ganz schön viele Hitpoints. Sag mal, da ist noch so ein Seestern, den wir brauchen. Okay, hab halt 300 Hitpoints. Easy. Nee, gar keinen Bock drauf. Hier ist so viel Kram, den ich haben will, ne? Na, ist nicht das, was wir brauchen. Bedauerlich. So, ob du willst oder nicht, du kommst mit nach oben. Und wenn ich meine Leertaste dafür zerstören muss. Okay. Das war weird. So, minimal überladen. Ist einfach, dass wir immer noch was mitnehmen können. Also machen wir das auch. So, jetzt können wir nichts mehr mitnehmen. Nice. Okay, cool. Wir sollten auf jeden Fall eine Menge Sushi servieren und aufwerten können. Oh, was? Kann ich nicht mal einen Tag Ruhe vor den NPCs haben? Yeah! Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Es ist die Riesenkalmar-Bosskarte. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben und wie es der Zufall wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuch mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln. Dann passiert bestimmt was richtig Gutes. Ach, und wenn du dich in eine neue Region wagst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Fischkarten zu sammeln. Tschüssi! Okay, cool. Danke für die Info. Wäre ich allein nie drauf gekommen. Aber cool, wir gucken es uns auch nochmal auf der App an. Ah, am Grund, okay. Ey, wir haben den Riesenkalmaren voll. Also... Ich weiß nicht, ob ich die alle sammeln muss. Mal gucken. Also es ist cool, dass man das machen kann, aber es hat mich schon bei Dredge nicht gereizt. Vor allem, die Bosse sind ja wahrscheinlich storyrelevant. Und scheinbar haben wir hier jetzt drei Bosse. Hier haben wir drei Bosse. Okay. Okay. Nun. Ich gehe tauchen. Achso, nee, Moment. Lass mich nochmal kurz gucken, was wir für... Das Ding hatte ich noch im Kopf, ne? Ah, ein Spiegelerquallen brauchen wir auch noch in Wirklichkeit. Ja, okay. Das wäre halt cool, wenn man das unter Wasser noch nachgucken könnte, was man braucht.
Also sich irgendwie so 8 verschiedene Sachen zu merken, neben 10 anderen Dingen, die so abgehen, ist halt so okay. Aber wird schon. So, da ist auf jeden Fall schon mal so ein Gestrüpp, was wir brauchen. Also es wird dann hier oben halt angezeigt, wenn du was dafür sammelst, aber das setzt halt voraus, dass du erstmal was davon sammelst. Okay, blaue Muscheln brauchen wir glaube ich nicht, aber ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Wiegt ja auch quasi nichts. Wir brauchen rosafarbene Muscheln und orangene Seesterne. Nichts davon ist hier. Es kommt wahrscheinlich alles nur weiter unten vor. Und wir brauchen immer noch Eisenerz. Kann ich bei Duff die Waffen eigentlich permanent aufwerten? Also, dass wir dann standardmäßig mit einer Stufe 3 Waffe oder so zum Beispiel hier reinstarten? Für eine Handvoll musstest du spezifisch losziehen, um die Goldkarte zu bekommen. Ansonsten hast du durchs normale Spielen alles weggegoldet, bis auf eine Sache, die dir noch fehlt. Ist das eine Frage nach potenziellen Spoilern? Ich möchte einfach nur wissen, ob ich bei Duff später irgendwann, maybe, Waffen permanent aufwerten kann. Ich will gar nicht wissen, wie. Ich will einfach nur ein einfaches Ja oder Nein. Ja, wird gehen. Okay, cool. Das ist doch dann auf jeden Fall ein Anreiz, dass das... Hat der Heim mich jetzt schon gesehen? Gewitter. Das ist auf jeden Fall was, was mich motiviert, weiterzumachen. Okay, hi Bert. Komm her. Bock, sein Fleisch mitzunehmen, ne? Ah, shit. Vergessen, die Waffe zu wechseln. Naja. Wie viel kann ich... wie oft muss ich die schon anpieksen? Ja, oft. Okay. Okay, da war ich nicht drauf vorbereitet. Was? Das war ja wohl voll im grünen Bereich. Wolltest nur wissen, ob das laut gedacht war oder eine echte Frage? Eine berechtigte Frage. Vielen Dank, dass du vorher nachgefragt hast. Eigentlich will ich hier gar nicht so viel Fisch jagen. Eigentlich will ich gerade eher Stuff sammeln, den wir für Ocean Ops brauchen. Ich weiß, er heißt in Wirklichkeit Eco irgendwas, aber für mich sind das jetzt Ocean Ops. Wahrscheinlich einfach mal weiter runtertauchen, ne? Für Spiegeleiquallen und die Seesterne. Ah, hier kommen wir gar nicht weiter runter. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Tonnenweise blaue Muscheln, die wir nicht brauchen. Munition, die ich gerne mitnehme. Auch Sauerstoff nehme ich gerne mit. Schwarze Seestern. Und der letzte von den Feuerfischen, die wir brauchen. Die Waffenkiste sollte ich nicht außen vor lassen. Waffenupgrade, nice. Cool, dann haben wir die komplett. Kenne ich euch schon? Und warum konnte ich gerade nicht Rechtsklick drücken? Also konnte ich schon, aber es ist halt nichts passiert. Ah. Schriftbarsch, der ist neu. Was ist denn dein Problem eigentlich? Was ist das Problem von diesem Button-Mashing?
den mitnehmen? Ey, der wiegt 7 Kilo, ne? Im Leben kein Eisenerz da, oder? Nope, Bleierz. Oh. Das war alles hart unnötig. Ah, mehr Sauerstoff, sehr gut. Okay, gefährliche Strömung. Das sind nicht die Spiegeleiquallen, oder? Nee, das ist die Wurzelmundqualle. Ja, die wiegt zum Glück nicht viel und die lasse ich jetzt erstmal im Inventar. Müssen wahrscheinlich eh gleich noch was rausschmeißen. Da ist nochmal Sauerstoff, okay. Da ist ein Riesenhai, das ist nicht okay. Dann mache ich mal einen Umweg. Gerade keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Eher noch Seesterne farmen, in der Hoffnung, dass ich die hier unten finde. Und rosa Muscheln brauchen wir auch noch eine ganze Menge. Oh, noch eine Waffenkiste, okay. Das hat sich nicht so gelohnt. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Das ist eine Muschel. Du bist auch eine von denen. Nee, du bist eine braune Muschel, okay. Oh, hi, dich hätte ich fast übersehen. Yes, das ist der Stuff, den wir brauchen. Nee, ist es, oder? Ich glaube nicht. Ah, in die Tiefen können wir schon, okay. Ah, da geht jetzt auch die Lampe an. Okay, hier will ich aber eigentlich noch gar nicht hin. Okay, du bist nichts, was ich fangen kann. Ich bin mit dem Gebiet hier noch nicht fertig. Muscheln und Seesterne zu fangen und Quallen. Oh Gott, da ist noch so ein Vieh. Ich will doch hier einfach nur Ruhe haben. Okay, Schädel brauchen wir nicht. Die mal kurz ein, weil es kann gut sein, dass wir. Ich weiß gar nicht, haben wir die Netzkanone schon fertig bei Duff? Ich glaube nicht. Von daher war es ganz gut, die einmal mitzunehmen. Auch wenn wir sie gleich wieder abgelegt haben. So, du hast doch jetzt total Bock auf Stress, oder? Gott, eigentlich wollte ich dich echt nicht mitnehmen, ne? Okay, wenigstens um das Vieh kommen wir drum rum. Keine Spiegeleiquallen für uns. Bedauerlich.
Strömung, ey. Sag mal. Es ist doch alles nicht wahr. Muss auch möglich sein, da in die Ecke zu kommen. Da ist nämlich auch irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Könnte Eisenerz sein. Shit. Das hat sich wohl nicht gelohnt. Okay, hier geht noch was ab. Silberschale. Ja, so, ja, okay. Ah, da komme ich auch gar nicht weiter hoch. Okay, spannend. Sollte wahrscheinlich irgendwas ablegen, aber ich sehe es irgendwie nicht ein. Munition brauchen wir nicht. Können wir Sauerstoff mitnehmen. Könnten das Taxi nehmen, aber eigentlich will ich noch ein bisschen... Ich würde gerne noch einen Seestern oder eine Muschel mitnehmen, die wir brauchen. Wenn davon noch irgendwas hier liegt. Ein Golfschläger. Okay. Warum nicht? Okay. Also es ist natürlich schwierig, dann einen Fisch genau in der Reichweite, also in der Nähe zu haben. Irgendwie liegt hier nur Schund. Kupfererz, brauche ich auch nicht. Im Topf ist da auch nichts Tolles, oder? Salz. Okay, cool. Ah, der tote Hai. Spannend, dass der noch hier ist. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt einfach den restlichen Hai mit. Was ist das da oben? Das ist einfach nur die Pflanze, die da leuchtet, ne? Und gehen.